Ja, moin zum nächsten Android-Video. Wir beschäftigen uns heute mit einer externen Bibliothek, die wir in unser Android-Projekt einbinden, nämlich Butterknife. Butterknife ist dazu da, um unsere View-Elemente aus den XMLs, die wir vorher immer bei diesem etwas lästigen FindViewById eingebunden haben, durch einfach eine Annotation an einem Feld einzubinden und das Ganze automatisch zu übernehmen. Wir müssen dafür ein paar Schritte vorbereiten. Als erstes müssen wir auf unserer Ebene von dem gesamten Projekt in dem Gradle-File eine neue Abhängigkeit hinzufügen. Das machen wir, indem wir uns hier in die Datei reinwechseln. Unter Dependencies können wir jetzt auch einen neuen Class-Path hinzufügen. Und ich kopiere einfach mal schnell rein, das ist ein bisschen lässig zu tippen. Da haben wir einmal den fügen wir hier hinzu. Das ist einmal das Android APT-Plugin, das ist quasi ein weiterer kleiner Compiler, den wir einbinden. Wir müssen jetzt auf dem Modul natürlich sagen, wir haben es jetzt projektweit hinzugefügt und in unserem Modul für die App fügen wir das oben auch hinzu, dass wir es auch wirklich benutzen können. Wenn wir das hier oben nicht eintragen an der Stelle, dann ist es uns nicht möglich, das hier drinnen zu benutzen. Was wir gleich auch tun wollen, hier unten weiter in den Dependencies, wo wir jetzt für unsere App, die wir bauen, die weiteren Abhängigkeiten von irgendwelchen externen Bibliotheken reinladen, fügen wir jetzt noch mit einem Compile-Befehl, wie wir hier auch schon für die Support-Library mit drin haben, einfach nochmal für Butterknife etwas hinzu. Mit dem Standard-Compiler kompilieren wir dieses Butterknife. Und es klingt jetzt ein bisschen lustig, aber mit dem APT-Compiler kompilieren wir den Compiler für Butterknife. Das liegt daran, dass Butterknife keine Reflections benutzt, um die UI-Elemente zu finden, sondern halt einen weiteren kleinen Compiler, der Zwischencode erzeugt. Hat Vor- und Nachteile, will ich an dieser Stelle gar nicht drauf eingehen. Wie gesagt, wer gegen Reflections ist und die nicht so gerne mag, die werden hier auch nicht benutzt. So, wir haben jetzt quasi alles eingefügt. Jetzt sagt uns unser Android Studio an dieser Stelle, dass wir jetzt das Ganze synchronisieren sollen, unsere Gradle-File mit dem Projekt. Das läuft auch durch. Im Hintergrund wurde jetzt auch schon die Bibliothek eingebunden. Wir wurden geguckt, gibt es das alles, findet er das? Und das läuft alles durch. So, das war der erste Schritt. Wir haben es eingebunden. Jetzt die große Frage, was müssen wir ändern, um das jetzt zu benutzen? Ich habe hier dazu bei der Standard-App einfach mal eine leere Activity. Das Schöne ist nämlich, dass das Ganze in Activities funktioniert. Man kann es in Fragments zum Laufen kriegen, Butterknife, ohne Probleme. Und selbst in so etwas wie Adaptern für List-Views kann man das mit einem kleinen Trick auch problemlos zum Laufen kriegen. Das zeige ich auch alles. Und wir fangen an, was fügen wir mal hinzu? Wir fügen einfach mal einen Button hinzu. Button sind nämlich immer gut. Und wir machen einfach mal ein Textfeld darunter. Das Ganze ist ja, muss jetzt erstmal nichts Hochtrabendes sein. Ich gebe den Button, der heißt Button und der TextView heißt TextView. Okay, können wir erstmal so lassen, ist ja nur eine kleine Demo. In unserem Java-Code hätten wir jetzt an dieser Stelle ja immer so etwas gemacht wie FindViewById, holen uns den ganzen Krams raus und haben dann so einen asig langen Rattenschwanz von Quellcode, den wir hier haben, um uns den Zugriff auf die Elemente zu sichern. Was wir jetzt einfach geschickterweise machen ist, wir fügen hier oben den Button hinzu. MyButton. Und wir haben ja ein TextView. Den fügen wir auch einfach hinzu. MyText. So. Hier sagt uns natürlich jetzt, kennt ihr nicht, importieren. So. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist hier oben einfach eine Annotation drüber schreiben, nämlich @bindView von Butterknife. Und hier geben wir die ID an, nämlich Button. Und bei dem anderen sagen wir bindView r.id.textview. So, und das war schon. Damit haben wir schon an dieser Stelle, nachdem wir beim Konstruktor noch einmal gesagt haben butterknife.bindThis, lassen wir das einmal durchlaufen, sagen zu butterknife, okay, für diese Klasse, wo wir uns drin befinden und für dieses Layout, mach das Ganze mal, erzeug mal deinen Zwischencode, das passt alles, wir können darauf zugreifen. Und sobald ich jetzt hier auch schon sage, myText.setText, hello YouTube. Ich lasse das Ganze jetzt mal im Emulator starten. Und wenn alles funktioniert,
sollten wir gleich sofort im Emulator sehen, dass hier Hello YouTube steht. Ihr seht also, einbinden und nutzen ist wahnsinnig einfach, wahnsinnig schnell. Was ich natürlich dazu sagen muss, zu dem Ganzen, man kann darüber diskutieren, ob es vielleicht der richtige Weg ist, so Layouts zu nutzen, zu gestalten. Da läuft natürlich auch vieles im Hintergrund ab und es nutzt zwar keine Reflections direkt, aber es gibt so einige Bibliotheken, auch Dagger für Dependency Injection, wo man manchmal so ein bisschen drüber streiten kann, ob das wirklich nutzbar ist. Da muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich nutze es ganz gerne. Ich finde, es ist eine schöne kleine Bibliothek, mit der man sich wahnsinnig viel Zeit in Quellcode sparen kann. Also, und man kann damit auch so wahnsinnig viel machen. Wenn man zum Beispiel einfach eine Methode baut, public void on my button click. So, und wir haben einfach unsere Methode. Button-Methode zum Klicken. Können wir sagen onClick aus ButterKnife und wir geben jetzt einfach an Button. Und myText. Und können wir einfach mal wieder den Text ändern an der Stelle. Button klickt. So, das Ganze wieder einmal kompilieren, auf den Emulator schieben und sobald es gestartet ist und man den Button drückt, hat man sofort schon den Callback für das Klicken auf dem Button erzeugt. Also recht straightforward. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was man auch in dem Layout hier noch hätte machen müssen mit dem Klicken, das kann man natürlich auch machen, produziert keinen weiteren Java-Code. Wir können auch zum Beispiel einen zweiten Button hinzufügen, können hier draus noch eine Liste machen und können hier weitere Buttons hinzufügen, die dann alle die gleiche On-Click-Methode aufrufen. Das funktioniert auch wunderbar. Dann müsste man halt nur wieder einen Switch machen hier drinne, welches View dann halt den On-Click-Event ausgelöst hat, um zu unterscheiden, welche Aktion natürlich ausgeführt werden soll. So, in Fragments funktioniert das Ganze genauso, mit dem Unterschied, dass wir hier noch das im Fragment Created gibt es ja OnViewCreated und da haben wir ja den View als Objekt vorliegen, den müssen wir einfach nur als Parameter mit eingeben und schon wird da das auch funktioniert. Das Ganze zum Beispiel in einem Adapter. Wenn wir jetzt einen kleinen Workaround bauen, ich baue das einfach mal hier drinne, das funktioniert genauso. Wir machen uns einfach eine Private Class ViewHolder. So. Das wäre zum Beispiel der Weg, wie man es auch im Adapter machen könnte. So, ich kopiere die ganze Geschichte hier mal eben einmal rein und schneide sie aus da wieder rein. Im Konstruktor von diesem Viewholder kann ich jetzt sagen public Viewholder und ich bekomme ein View rein und kann jetzt an der Stelle einfach sagen butterKnife.bind. Ach, V hieß das ja genauso. So, und damit wäre jetzt innerhalb dieses Kontextes gebunden und ich könnte jetzt einfach auch hier sagen. Ah, wobei eine Activity wird es jetzt ein bisschen schwerer, weil ich nicht so direkt an das View rankomme. Ich hole mir dazu einfach das obere einfach. Wir tricksen aber mit ButterKnife ein bisschen rum. Das ist jetzt ja nicht so schlimm. Geben wir den mal eben My Layout. BindView, einfach nur mal ButterKnife benutzen, r.id.myLayout und das Ganze ist ein Relative Layout. So, der ist natürlich 0 am Anfang. Und wir initialisieren ihn mit dem Konstruktor und geben einfach, das passt ja auch nicht, das Layout mit rein. Ach, ich mache es mal im Fragment. So. Also wie gesagt, wir geben einfach hier im Konstruktor das Layout rein. Mir fällt jetzt gerade spontan nicht ein, wie ich an das Layout reinkomme hiervon. An die View. Insofern,
Ja, einfach hier reinschmeißen in den Konstruktor das Layout, was ihr binden wollt, die View, und dann habt ihr das Ganze alles mit drin. Und dann könnt ihr hier auch die Buttons draus benutzen. So kann man das zum Beispiel im Adapter machen. Einfach unten an einen Adapter für die List-View oder ähnliches das ranhängen. Unten die private Klasse, Viewholder, einfach mit den benötigten Sachen füllen. Das Problem bei den ganzen Adaptern ist ja, ihr müsst das immer binden in der Methode, wo das aufgerufen wird, um die kleinen einzelnen Elemente zu erstellen. Ich glaube, GetView heißt die, und ihr könnt das nicht machen, wenn der ganze Adapter erstellt wird, weil dann habt ihr die Referenz einfach nicht. Daher, nachdem ihr das Layout inflated habt, das ist ja auch immer der erste Schritt, den man so macht. Das ist, ich glaube, bei Android-generierten Text heißt das Element Converted View, wo man das reinlegt. Das dann einfach als Parameter übergeben, über Butterknife einbinden. Zack, ist gelaufen, könnt ihr darauf zugreifen. So kann man das konsequent durchsetzen, und es ist damit möglich, ohne dass man einmal FindViewById schreiben muss, das Ganze reinzugeben und die Layouts zu benutzen. Okay, das kurz zu Butterknife. Nächstes Mal stelle ich eine andere Bibliothek vor, nämlich den Thin Download Manager oder OKHTTP. Muss ich mal gucken, was davon einfacher und schneller geht. Die kommen beide auf jeden Fall noch, weil ich auch finde, dass das wahnsinnig coole Bibliotheken sind, der man jedes Android-Projekt deutlich vereinfachen kann und auch den Quellcode deutlich aufhübschen und schöner machen kann. Bis zum nächsten Mal.